Kaffee herauslassen. Pathfinder. Kedera ist jetzt eine realisierbare Option für ja, einen Außenposten. Danke schön. Die Badlands sind zwar noch nicht gerade sicher, aber mit dem Schutz des Kollektivs sollte es soweit in Ordnung sein. Ja, ja. Ach, komm jetzt. Wie weit nach vorne muss ich dann? Eieiei. Einmal das. Einmal das. Und dann setzen wir uns den Außenposten. Aber wir setzen keinen militärischen. Wobei ich mir wieder denke, was wäre anders, wenn ich einen militärischen Posten gesetzt hätte? Wo haben Sie kämpfen gelernt, John? Wie wurden Sie ausgebildet? Durch meinen Vater, meine älteren Geschwister, meine Cousins und Cousinen, meine Mütter. Der Widerstand ist keine Armee. Er ist mehr als das. Und wie sah Ihr Initiationsritus aus? Ich habe mich als junger Mann verliebt. Als sehr jung. Dieses Gebiet eignet sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. Ah, ich wollte das auch noch fertig hören. Verdammt. Na denn. Außenposten aktivieren. Bestätige. Ich fordere einen Außenposten an. Spam. Beeindruckend. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst. Ein Außenposten auf Kedera? Wo sich die Schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Wir können einige zurückholen. Ach komm. Wir können uns nicht einfach von Ihnen abwenden. Die Initiative hat Sie im Stich gelassen. Sie waren nicht dabei, aber jetzt sind Sie hier und es ist Ihre Entscheidung. Das hier ist ein Erfolg und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert? Etwas, um Ihnen Kedera schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. Jetzt neu bei McDonald's! Wir sind härter als Kedera, wir können schon ein bisschen Hilfe bringen. Wir wurden jahrelang ausgebildet. Aber als wir in Andromeda ankamen, hat sich alles verändert. Welten wie diese hätten unseren Traum beinahe zerstört. Aber wir können sie wieder aufbauen. Ihr Stabilität bringen. Wenn es je eine Welt nötig hatte, dass die Besten von uns ihr Bestes geben, dann diese. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. Ja, gut. Eine Kryokapselpunkte erhalten. Meins. Haben wir hier keinen Verwalter? Oh, ein Sprint? Nein. Ich will nicht über den Sprint springen. Dankeschön. Oh, wir haben angarische Dings hier. Jo, sieht ganz nett aus. Sieht ganz nett aus. Die Kleine ist am Chillen. Sie sind am Chillen! Kaffee! Was haben wir hier? Ich habe einen geeigneten Standort für einen HNS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Ja, das können wir auch jetzt was. Ich habe 3 Kisten bestellt. Und? Und ich sehe nur 2. Na sowas. Bestimmt irgendein Engpass.
Dafür geht's listen. Hey, Sie sind Vetras Boss. Woher kennen Sie Vetra? Sind Sie einer Ihrer Kontakte? Könnte man sagen. Ich habe früher im Lager der Nexus gearbeitet. Richten Sie ihr aus, dass ich die Regulatoren zur Seite gelegt habe, die sie wollte. Ich hätte sie schon früher geschickt, aber ich war mit dem Umzug beschäftigt. Was haben Sie während des Aufstands gemacht? Oh, ich war dabei. Hab mich in einem der Lagerräume eingeschlossen. Totales Chaos. Muss seltsam für Sie sein, die Exilanten wiederzusehen. Tan versucht's mit aus den Augen, aus dem Sinn. Aber nach meiner Erfahrung hat das noch nie funktioniert. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn er abgesetzt wird. Sie sind also der Ausrüstungsoffizier? So lautet mein offizieller Titel, ja. Aber ich erledige auch alles andere, was so anfällt. Schrubben, kochen, was immer ich tun kann, um zu helfen. Das ist nett von Ihnen. Es hält mich beschäftigt. Ich habe auf dem Mars den Bohrer bedient, bis ich mir die Hand ruiniert habe. Ich hatte Glück, dass ich sie nicht verloren habe. Aber die Nerven sind nie richtig verheilt. Die haben eine Knochenpanzerung als Haut. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Wir haben das Notwendigste. Aber Sloan hält uns an der kurzen Leine. Verbannte überprüfen jede Lieferung, die rein und raus geht. Als würde sich der Scharlatan in einer unserer Kisten verstecken. Ja, um das muss ich mich auch noch kümmern. Man sieht sich, Drew. Kämpfen Sie weiterhin für das Gute, Pathfinder. Ja, natürlich kämpfe ich für das Gute. Ich bin Darkwing Duck der Zukunft. Blöd. Aber haben wir hier keine Verwaltung? Ein Landeport mitten auf See. Warum müssen die Landeports eigentlich immer auf dem Wasser sein? Die Abgase von den Triebwerken verunreinigen das Wasser dann wieder. Nee. Mühsam. Nicht gesprächig. Gut. Gehe ich wieder raus. Schon kommt das nächste. Einmal landen. Dann wieder aussteigen. Möchtest du? Nein. Danke. Hier. Bitte. Möchtest du reden? Nein. Möchtest du reden? Nein. Bist du der Verwalter? Das ist doch mal was. Vielleicht? Christmas. Na, wenn das nicht der Pathfinder ist. Willkommen im Außenposten Diteon. Christmas Tate vom Minenunternehmen 7. Zu Ihren Diensten. Ja. Christmas? Ist das ein Spitzname? Leider nicht. Meine alte Dame, Holiday Tate, hatte einen merkwürdigen Sinn für Humor. Dafür kriegt man damit sicher jedes Gespräch in Gang. Wie läuft's hier? Es wurde niemand von hinten erschossen. Also besser als erwartet. Glauben Sie etwa nicht, dass Sloan ihren Teil des Deals erfüllt? Als Chefin der Nexus-Sicherheit war sie auch schon nicht gerade verlässlich, oder? Aber ich kann mich nicht beschweren. Ihre Leute haben den Außenposten gut gesichert. Und der Handel boomt. Naja. Die Verbannten benehmen sich zurzeit vorbildlich. Aber wir sollten bereit sein, falls Sloan ihre Meinung ändert. Betrachten Sie meine Schrotflinte als durchgeladen. Haben Sie sonst noch was zu melden? Naja, da ist dieser Kult. Ein Kult? Im Ernst? Sie sind harmlos, aber das, was Sie verehren, beunruhigt mich ein wenig. Es ist irgendeine riesige Maschine. Sie nennen sie Alter Abhäuter. Vielleicht steckt gar nichts dahinter, aber Ihr Anführer Bishop ist losgezogen, um Tribut zu zollen. Und nicht mehr zurückgekehrt. Ich kümmere mich darum. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das weiß ich zu schätzen. Ja. Sie sehen aus, als wären Sie schon ganz schön rumgekommen. Sie wollen also sagen, dass ich alt bin? Das habe ich nicht. Hey, ich bin 61 und habe mich mit meinem Alter arrangiert. Ich bin der älteste Anführer eines Außenpostens, aber auch der härteste.
Ich bin nicht nach Andromeda gekommen, um zu sterben. Im Gegenteil. Ja, Erfahrung. Dadurch kann man härter werden. Deteion. Interessanter Name. Bedeutet er irgendwas? Das ist ein Insiderwitz der Kompanie. Deteion war eigentlich nur der provisorische Name für unseren Außenposten. Er ist eine Kurzfassung von Diensttätigkeit ohne Nahverkehrsanschluss. Machen Ihnen die Exilanten irgendwelchen Ärger? Wir haben sogar einige aufgenommen, die weder zu den Verbanden noch zum Kollektiv gehörten. Der Aufstand war eine üble Sache. Viele ganz normale Leute wurden darin verwickelt. Ich bin froh, dass wir Ihnen eine zweite Chance geben können. Sie sagten, Sie gehören zum Minenunternehmen 7? Die besten E-Zero-Bergarbeiter auf dem Mars, bis das Zeug abgebaut war. Und jetzt setzen Sie Ihre Fähigkeiten auf Kadera ein? Sie haben das Wasser trinkbar gemacht, aber im Fels ist immer noch jede Menge Schwefel. Der Direktor will daraus Dünger machen. Carter kann Ihnen mehr dazu sagen, aber schleichen Sie sich nicht an Sie an. Okay. Danke für das Update, Christmas. Jederzeit. Christmas. Bischof suchen. Dann werden wir sicher auch ein Xenomorph finden. Oder auch nicht. Und es wird sich eigentlich nur um einen Androiden halten. Handeln. Das heißt, hier gibt es praktisch nichts mehr. Das Rauszoomen ist schon wieder nervtötend. Okay, was war da? Empfänger auf Kadera. Was wird wieder eine irrwitzige Fahrt werden. Ich könnte noch dort reingehen. Ja, okay. Ja, ich bin's nur. Weiter mal. Ja, das war gerade äußerst weiblich. Kentek. Auch schon das längere. Nichts mehr geforscht, aber es hat auch nichts Direktes, was mich interessiert. Und was mich interessiert, dafür gehen mir die Punkte aus. Dann haben Sie Pech. Der Schwefel ist überall. Halt! Kommen Sie nicht näher! Okay. Puh! Falscher Alarm. Ich dachte, es gäbe Säurespritzer. Ich vermeide Säurespritzer, wo ich kann. Gute Idee. Sie sind schlecht für die Haut. Nancy Carter, Wissenschaftsoffizierin des Außenpostens Deteon. Sie müssen der Pathfinder sein. Gehörten Sie auch zum Minenunternehmen 7? Ja, das heißt, nein, ich war keine Bergarbeiterin, aber ich habe mit Christmas und den anderen zusammengearbeitet. Sie sind meine Familie. Sie sind nach Helios gekommen, um bei Ihnen zu sein? Ich weiß, dass das albern ist, weil ich Sie alle überleben werde, also zumindest statistisch betrachtet. Aber ich konnte Sie einfach nicht ohne mich in so ein Abenteuer ziehen lassen. Woran arbeiten Sie? An einem extrem starken Phosphatdünger unter Verwendung der natürlichen Schwefelsäurevorkommen auf Kadera. Extrem stark. Das ist gut, oder? Absolut. Meine Arbeit wird die Gärten überall in Helios mit Nährstoffen versorgen. Sobald wir Gärten haben. Und das werden wir. Dank Ihnen. Schön. Man sieht sich, Kartal. Ja. Bis dann, Pathfinder. Jupp. Jeppe. Nichts, gut. Dann werden wir noch schnell nach oben gehen. Und wenn oben nichts mehr ist. Das kommt schon falsch rüber. Hallo, Heider. Hallo. Sie wissen, dass ich von dieser Zusammensetzungsanalyse nicht weg kann. Dann formuliere ich es anders. Sie
wäre was mit uns. Riff, der Pathfinder macht gerade die Runde. Falls Sie sich kurz von Ihrer Steinsammlung lösen könnten, um... Das sind Burghahnproben. Keine Stein... Oh, er ist hier. Pathfinder. Ich heiße Riff, Bergbauingenieur des Außenpostens Diteon. Entspannen Sie sich. Ich verurteile niemanden nur, weil er Steine sammelt. Das sind Bohrkern. Vergessen Sie's. Was halten Sie von Kadara? Mineralisch betrachtet ist es eine Goldgrube. Karta hat bereits praktische Verwendung für die Ressourcen von Kadara. Und die Leute? Sloan war auf der Nexus schon gruselig. Jetzt ist sie richtig furchteinflößend. Ich bleibe bei meinen Felsen. Was genau macht ein Bergbauingenieur? Oh, wir sind in jeden Arbeitsschritt beim Bergbau involviert. Christmas ist ein guter Mann, auch ein guter Bergarbeiter, aber er braucht mich, um zu entscheiden, wo gebohrt wird. Und wann man aufhören muss. Schön. War nett, mit Ihnen zu plaudern, Riff. Jederzeit, Pathfinder. Riff, Riff. Sonst ist hier nichts mehr. Gut. Dann ziehen die eigentlich durch. Und wenn jetzt nochmal so ein Schwung-Spruch kommt, dann werde ich den Typen umlegen. Sie sind deutlich größer als die anderen Spezies der Initiative. Man sollte meinen, das wäre ein Vorteil, hä? Aber man kann kleinen Leuten nicht trauen. Die sind zu allem bereit, um sich durchzusetzen. Durchzusetzen. Über Stock und Stein, um einen Scheiß-Sender zu platzieren. Nein, ich will doch nicht mit dem Scheiß mehr. Warum kann man keine Flugzeuge ordern? Alles auf diesem Planeten ist so spitz. Diese Technologie gehört keiner der Gruppierungen Kaderas, Pathfinder. Ihre Besitzer sind vermutlich Kriminelle. Ich hab jetzt keine Zeit. Ich will den scheiß Sender stationieren. Wenn ich mal über dieses scheiß Tal hier komme. Meine Fresse. So. Helios News Service, jetzt live auf Sendung. Sie hören HNS, Ihren Nachrichten. Bei den Hintergrundgeräuschen höre ich sowieso nichts. So, auf Bischof suchen. Wir haben kein Außenposten in der Nähe. Oh. Wie komme ich jetzt am besten dorthin? Es war echt hart, diesen Scheiß auf Volt zu erfahren. Aber das Gute ist, keine Kinder. Jeder Cat ist ein Feind. Ein Feind, der früher Familie war. Stimmt. Okay, vergessen Sie's. Da ist er gerade in ein Fettnäpfchen getreten. Der gute Track. Ach, das war die... Das war die Sache. Und das sind Pflanzen. Ich denke immer, dass das Iridium ist. Jetzt muss ich gerade selbst schauen. Dort drüber. Und natürlich überfahren wir gleich noch das Haus mit. So. Ein bisschen Gas. Damit wir endlich an diesem Scheißziel ankommen. Oh.
vorwärts machen. Gleich wieder aufgeladen. Und wir scheinen bitte gerade davor. Was da auch nicht. Okay. Irgendwo hier muss. Das ist ein Stein. Ah, da sind drei. Drei. Immer noch drei. Zwei. Da wird es wieder leiser. Das heißt, er liegt wahrscheinlich irgendwo hier. Ah, da liegt jemand. Okay, Bischof gefunden. Oh, Großer, richte deinen Blick auf mich. Nimm diesen Tribut an. Forme die Welt nach deinem... Moment! Oh, Großer, warte! Ah! Was für ein Idiot. Das sollten wir Christmas melden. Architekt. Auf Caldera ist plötzlich ein Architekt. Nun, da der Architekt nicht stärker wird, sondern wir. Auf ihn mit Gebrüll. Lassen Sie sich von seiner Größe nicht einschüchtern. Raumgeschwindigkeit! So. Ich habe nicht gespeichert. Fällt mir gerade auf. Ich sollte eigentlich speichern. Ich kann auch speichern. Gut, ich kann auch speichern. Da kommen Sie! Halten Sie voll auf die Beine! Okay. Hoppala. Ein bisschen besserer. Aber eigentlich haben wir Raketen. Die würde ich eigentlich gern benutzen. Neue Relikte auf dem Feld! Ja, dann nehmen wir ein bisschen die Herkunft, muss ich machen. Dafür ist Trax praktisch perfekt. So. Dann nehmen wir, wo haben wir einen Raketen? Auf die Beine. Einer hat gerade mal nur. Sehen Sie auf seinen Kopf! Mysteriös. Er ist also, er wird doch stärker. Jetzt bitte noch mal das Füßchen öffnen. Jetzt kommen noch mal. Öffne deine Füße. Er schafft Verstärkung. Ja, der Tier.
gehabt. Vielleicht bin ich gehabt. Immer schön in Bewegung bleiben. Habe ich noch aktiv? Ist noch aktiv. Nein, das... So, ein Bein down. Wir haben es fast. Oh. Was war das? Wo ist das Auto? Das habe ich oben parkiert. Hinterher! Ja, das Auto habe ich weiter oben parkiert. Es wird gerade ein bisschen problematisch, an mein Fahrzeug zu kommen. Gegner wiederhergestellt. Gut. Ja. Wo ist der? Oh! Nehmen Sie die Beine ins Visier! Nochmal einen Raketenwerfer. Ja, das hat. Zielen Sie auf den Kopf! Ah! Lade nach! So eine schlechte Position habe ich hier gar nicht. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ah, gut, schlechte Idee, schlechte Idee. Schlechte, ganz schlechte Munition. Munition ist wieder aufgefüllt. So, bitte erhebe sich das Füßchen. Erhebe das Füßchen. Er hat sich Feinde gebaut. Er hat sich Feinde gemacht. Kommen die jetzt nach oben oder muss ich nach unten? Ah, die finden sich in der Mitte. Wo ist der andere? Der Kopf. Gut. Greifen Sie die Beine an! Wie sieht es eigentlich damit aus? Das Raptor müsste theoretisch eigentlich gegen synthetisch. Ja, und das zweite Bein kennen. Gut gemacht! Perfekt, perfekt. Munition. So. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. So, die Frage aller Fragen. Wo? Hinterher! Ja, aber wo hat er sich jetzt als Dritter? Ne, er hat sich anders überlegt. Ernsthaft? Ich habe hier aber keine Deckung. Nehmen Sie die Beine ins Visier! Haben wir schon? Na gut. Halbzeit. Halbzeit. Der Kopf ist verwundbar. Wisst ihr was? Kann man auch so machen. Dafür habe ich das Zeug ja schließlich gekauft. Er hat sich Feinde gebaut. Naja. Oh.
Ich mach das jetzt auf die Haube. Indem ich noch ein bisschen was mitnehme. Greifen Sie die Beine ab! Bringen Sie ihn zu Fall! Gut. Dafür habe ich eine starke Waffe. Und er ist down. Komm zu. Greifen Sie auf das Ding zu. Wir geben ihm Deckung. Aber für was sind die Architekten eigentlich gut? Ich weiß es immer noch nicht. Und wenn ich jetzt so lange brauchen würde, würden sie sich dann wieder regenerieren? Standby-Modus. Eigentlich könnte man die Architekten neu programmieren. Alle erwischt. Damit sie uns gegenüber den Cat helfen könnten. Wäre zwar eine richtige aggressives Vorgehen, aber eine riesengroße Unterstützung. Damit hätten wir das. Wir müssten zur Außenposten. Kann ich? Jawohl, kann ich. Gut. Aber wo haben wir... Auf irgendeinen haben wir keinen Architekten gekillt. Wo war denn das nochmal? Warum war er nochmal? Er war, glaube ich, irgendwo hier oben in diesem Gebäude, genau. Hier drin sollte er gewesen sein. Oder auch nicht. Dann war wahrscheinlich einer weiter oben. Hallo, Paul. Ich glaube, hier können wir es schaffen. Ja, natürlich können wir es schaffen. Wenn du einen Kampf siehst, greif nicht ein. Das ist gut für die Moral. Okay. Pathfinder, wie geht's? Mir geht's gut. Der alte Abhäuter ist Geschichte. Habe ich schon gehört. Schade wegen Bishop. Er war verrückt, aber ein guter Arbeiter. Ja, jetzt ist er ein toter guter Arbeiter. Danke für das Update, Christmas. Jederzeit. Sagen Sie nicht wieder den Mariah Carey Song spielen. So, ich sehe das richtig, dass wir hier jetzt wieder alles erledigt haben. Nach wie vor auf 100%. Kann ich hier eigentlich? Nein, dafür muss ich in den Nomad. Wir fliegen auch gleich wieder los. Nova kann hier nicht angefordert werden, weil er bereits hier steht. Aber ich kann in die Tepes zurück. Boom, Baby. Und ich kann diese Sequenz nicht umgehen. Ganz toll. Ja. Mach die Sequenz noch länger. Ich will ja gar nicht weiterspielen. Der schöne Weltraum. Gefunden, Relikt, Datenkerne. Wir sind jetzt im Orbit von Kadera. Eben, von Kadera. Da, nein, 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 nein. Weil, hier. Orte einen Reliktarchitekten. Außer Betrieb. Und ich habe immer noch keine Idee, wieso, weshalb, warum.
oder wie es jetzt weitergeht. So, an der Stelle mache ich mal schnell eine kurze Pause. Ich muss mal kurz austreten. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder.